Hallo. Hey, Kati, wie geht es dir? Hallo Momo, schön, dass du eingeschaltet hast. Genau, sie sagt dazu, das stimmt, was Katrin sagt, Kreativität fehlt bei uns. Alle wollen nur die 0815-Nummer. Da frage ich mal ganz provokativ, ist das so ein bisschen das, was Pornos einem auch irgendwie vorleben? So dieser schnelle, harte, aneinander vorbei Sex, so. Und das heißt ja nicht, dass man nicht auch hart vögeln kann. Also ich habe zum Beispiel viel in der BDSM-Szene auch mich rumgetrieben und da festgestellt, dass das gar nicht nur was mit Brutalität zu tun hat, was ja viele denken, sondern dass gerade die Leute besonders sensibel sind, ne? Und besonders genau spüren auch, was mag dein Gegenüber. Und das habe ich zum Beispiel also ich hatte lange Zeit was mit einer Domina, eine Affäre hat sich damals bei Ikea, haben wir uns kennengelernt. Da kam die so rein in so fertig eingerichtete kleine Wohnungsteile, ne, so immer so ein Zimmer, was eingerichtet ist. Ich war da gerade mit einem Kumpel irgendwie und auf einmal kommt so eine rattenscharfe Blondine da den Gang runter und ich denke mir so, oh, Hammer, ne, so. Und sie kommt rein und ich sage so, hey Schatz, schön, dass du zu Hause bist. Na, was machen wir denn jetzt? Und sie super souverän so, ach Liebling, ich bin kaputt von der Arbeit, so komm, beschäftige mich mal, ne? So, und sie ist gar nicht so sehr fordernd. Ne? Und ich sage so, oh, entweder wir küchen was und wir kochen jetzt was in unserer Küche, zeigst so du auf die IKEA-Küche, oder sag so, oder wir gucken einen Film auf unserem Fernseher und zeig auf so einen IKEA-Fake-Fernseher, der da stand. Dann haben wir uns so aufs Sofa plumpsen lassen, haben wir Filme gefachsimpelt. Und dann peu à peu angefangen, irgendwann auch rumzuknutschen. Dann meinte sie so, oh, ich werde müde, lass mal in unser Bett gehen. Dann sind wir in die Bettenabteilung und haben dann da rumgemacht, hier in den Betten. So hat sich eine wunderbare Affäre damals mit der Stella ergeben. Und sie war Domina. Von der habe ich ganz, ganz viel gelernt. Zum Beispiel auch, dass alles, was beim BDSM zum Beispiel so hart wirkt, ne? Dass also ich sag mal, jemand, der das wirklich verstanden hat, der würde dir, also auch wenn es darum geht, sogar mal Schmerzen zu erzeugen, bewusst, der würde dir nie Schmerzen erzeugen oder was mit dir machen, was du nicht willst. Und das ist halt sehr, sehr spannend. Und da ist dann auch so der Lustkitzel irgendwie drin. Natürlich an der Grenze zu spielen von so Sachen, aber nie sozusagen über diese Grenze hinüberzugehen. Ja, also du hast da zwei Riesenthemen angesprochen. Zum einen das Thema Pornos und zum anderen das Thema, ja, es darf auch mal dreckig sein oder es darf auch mal irgendwie was Verrückteres sein. Also ich war auch in der BDSM-Szene unterwegs und finde das super spannend und toll, wie der Konsens herrscht, also wie die Menschen echt drauf haben zu kommunizieren und Fesselspielchen etc., Shibari, also quasi Fesselkunst, du musst miteinander reden, weil sonst echt irgendwie am Ende was passiert oder sowas. Also es gibt ja auch Codewörter und so. Nochmal zurück zu diesem 0815. Ist es halt echt so, dass wir halt einfach so eine krass riesen Pornoindustrie haben und wahrscheinlich jeder Mann und wahrscheinlich auch sehr viele Frauen einfach krass viele Pornos schauen. Ich meine, ich habe mit 12 meinen ersten Porno gesehen und habe sau viel Pornos geschaut, bevor ich überhaupt sexuell interagiert habe. Natürlich lerne ich dadurch, wie Sex funktioniert. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir Pornos so einfach und so früh schon zugänglich haben, haben viele Menschen einfach ein komplett verqueres Bild von Sexualität. Und das spüren die Frauen eben. Also, dass es quasi so null Kreativität ist und einfach nur dieses 0815, was man halt aus Pornos kennt. Und das ist halt wirklich total krasse männliche Sexualität und hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie Frauen funktionieren und wie Frauen zum Orgasmus kommen. Und dann denken die Männer, sie hätten Frauen schon 100 Mal zum Orgasmus bekommen, obwohl die Frauen es einfach nur vortäuschen. Und alle spielen eigentlich nur dieses Schauspiel von Pornos nach und sind überhaupt Ja. nicht erfüllt. Und das ist halt totaler Bullshit und total schade. Und ich sag, also wie du das gesagt hast, man darf ja trotzdem harten Sex haben und man darf auch trotzdem mal Pornosex haben. Ich habe da so ein Video darüber gemacht, Slow Sex oder Pornosex, weil sich das bei mir nämlich von, ich habe früher auch krass Pornosex gehabt, zu dann nur noch totalem Slow Sex und total tantrisch und bewusst. Und jetzt bin ich wieder so in der Mitte angekommen, wo ich sage, ich kann an einem Abend vögeln und am nächsten Abend kann ich eine total sinnliche, bewusste Tantra-Massage mit meinem Partner machen. Und das würde ich als erfüllte Sexualität bezeichnen, wenn du alles kannst. Also wenn du quasi an einem Abend das, an einem anderen Abend das. Aber es ist halt so wichtig, dass wir uns klar werden, dass das Porno-Ding nicht die Realität ist. Für dich habe ich gleich nochmal die komplette Sendung mit Sextrainerin Katrin Ismayer. Und
Wir sind jeden Donnerstag sind wir live mit diesem Kanal hier. Das heißt, klick auf jeden Fall mal auf den Abo-Button und auch auf die kleine Glocke, weil dann verpasst du nicht, wenn wir live gehen. Also jeden Donnerstagabend gibt es unsere Live-Sendung. Hier kannst du dich natürlich einbringen, in die Kommentare schreiben, dann gehen wir direkt darauf ein. So, hier auf dem Kanal der Flirt University geht es jetzt weiter. Wie gesagt, einmal hier mit der kompletten Sendung mit Sextrainerin Katrin Ismayer und hier siehst du mich hier bei einem Auftritt ganz spannend beim WDR. Bis dann, bleib dran, dein Horst Wenzel von flirtuniversity.de.